So, ist er überhaupt noch da oder ist er inzwischen, keine Ahnung, gefressen worden? Was weiß ich schon. Ist hier wirklich Getreide rum? Das sind doch so Getreidesäcke. Nee. Schade, ich brauche Getreide. Wo nimmt man jetzt spontan Getreide her? Vom Hof. Hey du. Vielleicht? Ja. Du könntest ins Kloster gehen. Denkst du, die würden mich aufnehmen? Ich gehöre selbst dem Kloster an und könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Ich kann dich sicher auch irgendwie durch die Stadt bringen. Das wäre wunderbar. Gib mir Bescheid, wenn du loslegen willst. Komm mit. Geh vor. Ja, wie kommen wir da jetzt am besten in die Stadt, sagen wir mal. Ich muss in die Stadt rein und dann... Oh Gott. Ich muss eh in die Stadt, von daher alles gar kein Ding nicht. Ich muss hier irgendwo rechts rum und dann... Ich will was mitnehmen? Nee. Okay, ich bin... Wo bin ich denn? Und, och nö, wo ist er denn jetzt? Ach komm schon, ich bin keine 5 Meter gelaufen. Und... Ach. Er ist noch im Zelt drin, hallo. Bruder Mann, kommen Sie mal aus dem Zelt raus. Danke. Lass die keine 2 Sekunden aus den Augen lassen. Sind sie weg. Du weißt nicht mal, wieso sie weg sind. So, jetzt muss ich hier irgendwo rüber und dann kann ich da wieder hoch und dann bin ich auf dem Weg zur Stadt, hoffe ich mal. Wäre vielleicht schön, wenn das so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle. Das ist ein Käfer, da möchte ich nicht hin. Ich will nicht, dass er unterwegs stirbt. Glaube ich. So, ein bisschen aufpassen. Wenn er mir in den Weg läuft, kill ich ihn statt die Gegner. Das wollen wir vielleicht auch nicht. Aber ich habe schon den Weg gefunden. Okay, alles gut. Ging es da hinten nicht irgendwie komisch rein und da bin ich nicht reingekommen, weil mir die Magie ausging? Und die Lebenspunkte und so? So. Gut, dann wollen wir mal. Wir brauchen unterwegs. Ja, ich halte besser nicht an, um Getreide zu kaufen, wenn ich ihn dabei habe. Das wird doch nichts. Das wird nicht gut enden. Wenn ich da Umwege laufe. Nee, nee, wir laufen jetzt direkt Weg Kloster. Also so direkt wegig, wie es halt geht. Direkt wegig ist kein Wort, glaube ich. Jetzt ist es eins. Als Herausgeber des Dudens kann ich das einfach mal bestimmen. Ich habe die Rechte gekauft zur deutschen Sprache, alles in Ordnung. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich hier labere. Da geben wir bei mich vor in den Chat, dass das da auch schon mal was. So. Ist er noch hinter mir? Er ist noch da. Alles, gar kein Problem mit. Ah Gott, wieder zum Kloster. Danach darf ich wieder komplett zurücklaufen, weil ich hier wieder in die Mine muss. Ach, hör mir doch auf. Wie lange kann ich das Kapitel noch strecken? Finden wir es heraus. Es gibt bestimmt noch Orte, wo ich hingehen kann, wo ich nicht sein sollte. Wo ich noch mehr Quests machen kann. Bin mir sicher, da gibt es noch irgendwas. Was bestimmt überhaupt eine Schadenssteigerung durch Magie? Nochmal Mana und die Runen oder nur die Runenwerte? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hey, vielleicht hat ein Händler nicht unterwegs, treffe er noch Getreide. Ich müsste auch mal... Naja, ich mache das nicht auf dem Weg. Nicht, solange ich ihn dabei habe.
Das wird böse enden, wenn ich das mache, wenn er da weiß. Ich werde ihn verlieren und dann. Ja, dann finde ihn mal wieder. Fällt ja. Irgendwo runter und ist tot. Ende Gelände. So, nicht anders wird es doch laufen, wenn ich das mache. Flupp. So, darfst du mal rein hier. Moment mal, ist das nicht... Ach du Scheiße, da hinten ist Jost. Keinen Schritt weiter, Jost. Du weißt, dass du nicht in die Stadt darfst. Was hat er gemacht, dass er nicht in die Stadt darf? Ich hoffe, der war nicht schon mal beim Kloster. Oh Gott. Ja, zum Glück geht's ja auch hier rein. Ist alles gar kein Problem. Jetzt habe ich Probleme mit der Wegfindung. Die Wegfindung des Charakters ist auch nicht optimal. Ja, wir gehen lieber den langen Weg hier rum oder den Alternativweg hier rum. Das ist, glaube ich, sicherer. So, easy. Um das Haupttor komme ich aber nicht rum. Ne? Nee, das kannst du vergessen. Da muss ich durch. Du bist immer noch traurig. Ja. Du bist sehr traurig. Also wenn ich da oben nicht durch darf, dann habe ich ein Problem. Weil ich habe keine Ahnung, ob ich die Stadt umgehen kann. Ich kann die nicht komplett umgehen. Die ist so scheiße in der Mitte platziert. Die steht mitten auf dem Weg. Wer hat sich das denn ausgedacht? Sollte man eine Umgehungsstraße hier bauen? Denken Sie denn gar nicht an andere Fahrer? Hallo? Ich möchte mit meinem SUV permanent 100 fahren können. Okay, mal gucken, was die gegen Jost haben. Grüß dich, Novize. Wer begleitet dich? Das ist Peter. Er hilft mir bei meinen Arbeiten. Gut. Scheint ja ordentlich was los zu sein bei euch. Irgendwie kommt mir Peter sehr bekannt vor. Gut möglich. Er ist ab und an für uns unterwegs. Er kommt allerdings nur selten dazu, in die Stadt zu gehen. Hast recht. Lasst euch nicht aufhalten. Okay, die erkennen den nicht sofort, weil das halt so ist. Aber ist das nicht der Michels-Typ da, der mir irgendwas gibt? Ob ganz Unglücklicher, oder lief vielleicht nimm einen Geb, lerne den aufrecht. Ah ja. Er hat mir schon zweimal diesen Schlüssel zum Glück gegeben. Ich weiß nicht, wo ich den benutzen muss, aber passt schon, hätte ich gesagt. Wo war ich? Ach ja, richtig, mit meinem 5-Tonnen-SUV 100 km/h fahren. Habe leider nicht genug Zuschauer, die mir den 5-Tonnen-SUV zahlen. Um damit permanent 100 fahren zu können. So. Kann ich das schnell reißen? Ich glaube, ich konnte nicht schnell reißen, wenn ihr dabei ist, oder? Nee, dann geht das kaputt. Ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Ich würde leider das Spiel neu starten müssen, aber hey, sagt's keinem. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Hey, du. Ich reise heute. Ne, da kommen wir nicht mit, weil ich weiß auch nicht warum. Diese ein bisschen frustrierend, sage ich mal. Aber jetzt ist er auch nicht da. Wo ist denn der Kerl jetzt? Ich muss doch sofort wieder zurück, Junge. Ja, scheiße. Zurück ist nicht, wie es aussieht. Zurück ist wirklich nicht. Was? Ja. Hey, du. Du bist halt nur so ein normaler Scheißmensch. Was?
Ja, gut. Ich habe gespeichert zum Glück. Jetzt hoffen wir, dass er lädt. Sieht aber schon mal. Er lädt. Er lädt. Er lädt richtig so mit. Mit Fortschritt und so. Ja, geil. Muss ein Bug sein. Wahrscheinlich ist Jost jetzt gleich weg. War das Jost? Was hat er denn gemacht, dass den alle hassen? Jost. Jost in diesem Moment oder so. Okay. Okay, lasst mich in Ruhe. Ich nehme nicht an, dass du Getreide verkaufst. Performance verlässt mich auch ein bisschen. Du hast es geschafft. Noch sind wir nicht da. Ich finde den Weg ab hier schon selbst. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns im Kloster. Okay, das ist verdächtig. Na, wie läuft's? Ausgezeichnet. Vielen Dank für deine Hilfe. Okay, das ist... Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, dann kann ich ja gleich wieder umdrehen. Was hat denn die Uhr? 7.37 Uhr. So, Getreide. Getreide. Getreide bräuchte ich. Und Spieße. Wie viele Spieße waren das? Dort ist Luxusbedürfnisse. 10 Fleischspieße. Ich habe 7, nee, 3, ich brauche 7. Oder so ähnlich. Mhm. Gut, gar kein Problem nicht. Und Getreide brauche ich auch. Hat er das vielleicht auch im Angebot? Das wäre geil. Das wäre sehr, sehr geil. Müsste nicht mehr so viel laufen. Schalte ich nicht. Ist der überhaupt da um die Uhrzeit? Hey. Scheinbar nicht. Ja, scheiße. Ich brauche doch Spieße, Junge. Spieße. Spieße bräuchte ich. Wo wohnt denn der Typ überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo der wohnt. Na, warte du. Nein. Was? Offenes Buch. Was? Was ist denn offenes Buch jetzt hier? Ich kann ihn lesen wie ein offenes Buch, nachdem ich ihn geöffnet habe, wie ein Buch. Moment, habe ich das nicht wieder zurückgebracht? Ach, das ist einfach nur so. Warte mal. Möchte ich die jetzt auch noch angreifen? Weg mit der Waffe. Die hauen sich den Schädel. Nein, das ist noch irgendwo einer, das ist schlecht. Was für ein brutaler Kerl. Nein, was? Wer hat das jetzt gesehen? Irgendjemand hat das gesehen? Warst du das? Ja, dann habe ich jetzt schlechte Nachrichten für dich. Du musst nämlich auch sterben. Du weißt nämlich zu viel. Weg mit der Waffe.
jetzt sehr gut, wenn du sterben würdest, umfallen würdest. Bevor noch mehr kommen. So ein kritischer Treffer wird's mal wieder ganz geil. So, erstmal die Zeugen hier beseitigen. Gut, Zeugen beseitigt. War jetzt ein bisschen anstrengender, als ich erhofft hatte. Aber passt schon. Jetzt habe ich irgendein Bier mitgenommen. Aber das sollte alles noch in Ordnung sein, oder? Hey. Stufe 34 ist immer noch nicht da. Hallo? Was macht denn diese Kneipe auf, sag mal? Ich gehe aber zum Rekruten, wenn der mich jetzt gleich voll. Nö, alles beste Ordnung. So, war doch ganz einfach. Gar kein Problem, nicht. Ja, wie will er sich einen Mann umbringen und dann, was? Na bitte, geht doch. Okay, Getreide. Sonne, Mond und Weide. Warte mal. Was kann ich denn hier machen? Ich kann die Laterne benutzen. Okay. Hast du Getreide? Du siehst so aus, als Getreide. Wie die alle nur Salz und Zucker haben. Was ist das denn für eine Scheiße? Was sind die für Händler? Such doch mal ein ordentliches Sortiment zusammen und so. Hey, wie geht's? Geh mal lieber. Dann gehen wir mal zum Bäcker. Verkauft der Bäcker Zeug? Ich weiß nicht. Ich will doch nur einen Apfelkuchen backen. Das kann doch nicht so schwer sein. Aufgrund der allgemeinen Lage und zu eurem eigenen Schutz sollten die Wälder und die Wildnis in der Umgebung gemieden werden. Genau. Des Weiteren ist dem gemeinen Volk jeglicher Kontakt zu den Aufständischen des Freien. Na bitte, geht doch. So, hat der vielleicht Getreide? Ich hoffe es. Der Bäcker sollte Getreide haben. Da gibt es noch einen, oder zum Bauernhof. Es gibt nicht wirklich Sinn, dass der Bäcker Getreide hat. Der braucht ja eher Mehl. Ich möchte Buchs ab. Gut. Bäcker. Das sieht doch stark nach Bäcker aus. Was sucht ihr? Salzsack, sag mal. Kauf noch ein paar mehr davon. Ich brauche Getreide. Das ist doch nicht. Hey du. Ich will doch nur scheiß Getreide haben, Leute. Und Fleischspieße. Alles, was ich will, ist Getreide und Fleischspieße. Hast du vielleicht Getreide so als... Ich hab... Nee. Geh ich halt doch zum Bauernhof, wie es aussieht. So, das ist der hier. Sehe das meinem Chef eigentlich, dass ich... Ich glaube nicht. Ich könnte meine Lederrüstung verkaufen, aber vielleicht brauche ich die nochmal aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen. Habe ich überhaupt schon wegen den... Das liegt doch auf der Hand. Das tut es in der Tat. Ich weiß nicht was, aber es liegt auf der Hand. So, 925, jetzt soll er die Kneipe doch mal offen haben, oder? Aber jetzt lass ich ihn erst ins Kloster vielleicht. Klingt gut. Klingt nach einer soliden Idee. Nachdem die Götter unsere Welt verließen, sind all unsere Belange wieder in unseren Händen. Mit allen guten und schlechten Seiten, die daran sind. Ich sehe nichts. So, Kloster. Kloster, erstmal mit... Habe ich mit ihm schon geredet wegen Roben machen?
Kannst du mir das schnappen? Könnte ich schon. Aber Moment, solange ich den Auftrag... Aber komm doch zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, danke. Okay, kann ich hier mit noch irgendjemandem reden? Wegen weil hier... Ich habe Just vorbeigebracht. Interessiert das hier jemanden oder ist das eher so... Einen Moment. Jost ist vor nicht allzu langer Zeit vor unserer Pforte erschienen. Sagte, dass du ihm geholfen hast, hierher zu kommen. Er wollte sich dem Kloster anschließen. Ist das richtig? Ja. Jost ist ein ehrlicher und freundlicher Mensch, mit dem es das Schicksal nicht gut meinte. Würdest du die Verantwortung für ihn übernehmen und dich um all seine Probleme kümmern? Ja, tue ich. Nun gut. Er kann hier ein Bett bei den Arbeitern.